Hallo, herzlich willkommen zu Sallys Welt. Heute gibt's wieder ein Nachgemacht Original trifft Sally. Heute mache ich ein amerikanisches Rezept mit deutschen Wurzeln. Denn ihr kennt vielleicht alle diese Snyders. Das sind diese kleinen Brezelsnacks, so wie hier. Das heißt, die Brezel, die deutsche Grundlage und dann umgewandelt als Brezelsnack. Und ich habe die jetzt auch nachgemacht im Geschmack Honey, Mustard and Onion, also Honig, Senf und Zwiebel. Und so sehen die jetzt bei mir aus. Ich habe sie einfach mit frisch gebackenen Brezeln gemacht. Die waren jetzt vom Bäcker, ich habe sie nicht selber gebacken. Finde ich, muss man auch gar nicht, denn das ist auch so eine Art Resteverwertung. Das heißt, falls ihr mal Brezeln übrig habt, könnt ihr einfach diese Snacks draus machen. Und die sind wirklich super, super lecker. Ella, willst du mal probieren? Back, Mama? Gell? Komm, mein Schatz. Komm. Back. Guck mal, willst du mal probieren, Schatzi? Probier mal. Und die sind super knusprig. Die Originale, die sind so ein... die Originale sind ein bisschen kleiner. Okay, probier mal das Original. Danke. Danke. Adieu, Mama? Okay, Ella mag beide Varianten nicht. Ist aber gar nicht schlimm. Die Original sind ein bisschen kleiner. Ich habe sie etwas größer gelassen. Finde ich, hat man einfach mehr Biss. Und vor allem, ja, ist es halt einfach ein bisschen praktischer und handlicher. Okay, Ella mag beides nicht. Aber ich finde unsere Variante wirklich sehr lecker. Vor allem ohne Geschmacksverstärker und ohne künstliche Stoffe. Wirklich nur aus natürlichen Zutaten. Wenn auch nicht lecker für eine 1,5-Jährige. Aber das ist gar nicht schlimm. Ich zeige euch jetzt mal die Zutaten und dann legen wir gleich los. Hier habe ich 3 Brezeln. Dann für die Soße habe ich hier 50 Gramm Butter, 100 Gramm Senf. Hier habe ich Gewürze, jeweils 1/4 Teelöffel Paprikapulver, Kurkuma, Pfeffer und Salz. 50 Gramm Honig, 30 Milliliter Essig, da habe ich jetzt einen Weißweinessig und eine Schalotte. Zuerst wird jetzt die Soße hergestellt und dafür gebe ich jetzt alle Zutaten in einen Topf, denn ich werde sie einfach vorher kurz aufkochen. So verbindet sich alles schön, die Aromen entfalten sich. Und vor allem ist dann auch die Feuchtigkeit ein bisschen weniger, wenn es einkocht und die Brezel, die trocknen dann auch schneller im Backofen. Dann auch der Honig. Und der Essig. Und für den Zwiebelgeschmack nehme ich jetzt eine Schalotte. Also in dem Originalprodukt sind natürlich nur Pulversachen drin, das heißt Zwiebelpulver, Honigpulver, Essigpulver. Aber wir nehmen jetzt die ganz natürlichen Zutaten und kochen das Ganze und dann geht eben die Feuchtigkeit weg. Und so klappt es auch ganz gut. Die Zwiebel wird jetzt fein gerieben. Und hier entscheidet ihr einfach selbst, wie viel ihr nehmen möchtet. Und die Zutaten werden jetzt verrührt und dann lasse ich sie aufkochen. Und während das hier aufkocht, kann ich hier auf der Seite schon mal die Brezel nehmen. Und das ist ja so eine richtig tolle Resteverwertung. Das heißt, wenn ihr mal alte Brezeln habt, einfach so weiterverwerten und Brezelsnacks draus machen. Die Mischung hier lasse ich jetzt übrigens etwa 1 bis 2 Minuten lang köcheln. Und jetzt einfach ganz ungleichmäßig in Stücke schneiden. Jetzt habe ich die Brezel hier auf eine Backfolie gegeben, auf mein Backblech. Und da kommt jetzt die Soße drüber. Und dann vorsichtig vermischen. Ich glaube, ich nehme fast noch eine Brezel dazu.
Aber ich muss sagen, also für die Augen ist das gar nichts, denn die Säure vom Essig, die Zwiebeln, das steigt alles in die Augen und dann muss man weinen. Ich muss sagen, sie sehen schon aus wie die Originalen und vor allem riechen sie auch schon so. Schmecken tun sie bestimmt besser. Die kommen jetzt so in den vorgeheizten Backofen bei 150 Grad Heißluft. Also ihr seht es auch hier. Ich nehme jetzt Heißluft, damit sie eben schön trocknen, schön kross werden. Und da werde ich sie jetzt für etwa 30 bis 60 Minuten drin lassen. Zwischendurch rühre ich auch immer mal wieder um. Die Brezelsnacks sind jetzt fertig. Ich hatte sie 30 Minuten bei 150 Grad Heißluft und dann habe ich die Hitze heruntergestellt auf 100 Grad, damit sie einfach nicht braun werden, sondern einfach so schön goldgelb bleiben. Habe sie dann nochmal für 30 Minuten weitergetrocknet und dann den Ofen ausgestellt und mit offener Tür die ganzen Brezelsnacks einfach aushärten und auskühlen lassen. So, fast hätte ich mich verhaspelt, aber habe ich nicht. Und hier sind jetzt die fertigen Snacks. Die sind jetzt auch schön abgekühlt und die werden auch durchs Abkühlen schön kross. Also jetzt zum Vergleich, hier das Original, hier das Sally Original und ich muss sagen, also geschmacklich sind sie, nee, Geschmack kann ich noch nicht verraten. Also optisch finde ich meine schöner, ich finde die sehen einfach appetitlicher aus, weil die so künstlich gelb aussehen. Geschmacklich finde ich beide gut, weil die kennt man halt und wenn man ein Originalprodukt kennt, finde ich, schmeckt es irgendwie immer gut, man hat Kindheitserinnerungen und man ist einfach auch gewohnt. Aber ich muss sagen, geschmacklich gefallen mir die auf jeden Fall viel besser. Hier einmal Original Crunch Test. Sehr crunchy. Und ich muss sagen, die sind ein bisschen säuerlicher. Sally Crunch Test. Warte, nehmen wir auch ein crunchiges. Auch sehr crunchy. Was sagt ihr? Ich finde Sallys Variante sehr, sehr lecker. Ja. Also Sally 1-0, 2-0? Ich finde auch beide lecker, aber deine Sally sind besser. 3-0, 4-0. Murat hat noch nicht probiert und Ella gibt keinem einen Punkt. Die findet beide furchtbar wahrscheinlich. Aber falls ihr die auch mal nachmachen wollt, dann geht auf sallys-blog.de. Da steht das Rezept nochmal ganz genau. Falls ihr den Geschmack intensiver haben möchtet, nehmt ihr wirklich einfach eine Brezel weniger. Also die ganze Menge für nur 3 Brezeln. Wenn ihr sagt, ein bisschen milder ist besser, dann nehmt auch 4 Brezeln. Ich finde beide Varianten ganz gut. Und vielleicht probiere ich irgendwann nochmal eine ganz andere Geschmackskombination aus. Vielleicht entwickle ich selber mal eine Geschmacksrichtung. Und falls ihr euch das wünscht, schreibt mir einfach. Und ich mache das dann ganz gerne. Also viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und tschüss. Sucuk. Sehr gute Idee.